So, heute rauchen wir wieder mal Traube Minze und zwar von Holster den Grape Mint und wir bauen den im Alpaca Lipoce. Sehr, sehr schöner Kopf hier. Den haben wir schon mal gebaut. Ich werde hier wieder den Lotus verwenden. Der ist dafür gemacht mit diesem kleinen Rand. Hier funktioniert das ein so. Und ja, ich baue den Kopf und zeige euch dann wie immer, wie ich das gebaut habe. So, das Köpfchen ist jetzt fertig gebaut. Ich baue das immer so auf Höhe des inneren Teils hier, damit man noch leichten Abstand oben hat zum Lotus, damit der Durchzug gut bleibt, weil man trotzdem etwas Noppenkontakt hat und so genügend Hitze in den Tabak reinkriegt. Der Lotus ist jetzt wie immer am Vorheizen kurz auf dem Anzünder und dann sehen wir uns auch schon wieder beim Fazit. So, also ihr seht, das Ganze läuft wieder super. Also Holster kann man auch in dem Setup hier ohne Probleme bauen. Grape Mint habe ich, glaube ich, jetzt schon oft genug gesagt. Sehr, sehr, sehr leckerer Traube-Minze-Tabak. Für mich perfekt abgemischt von der Kühle und der Traubenote her. Ich bin auch gespannt, wie das dann nach dem neuen Gesetz sein wird mit dem Traube-Minze von Holster. Die sind ja schon an einer Lösung dran. Ich hoffe, die können das auch gut umsetzen. Und ja, ich bin gespannt, was da so in Zukunft kommen wird. Und noch zu dieser Pfeife hier. Morgen wird ein Bild dazu online kommen und ich habe davon noch ein Making-of abgedreht, wie ich das Bild gemacht habe. Das wird dann hoffentlich auch morgen auf meinem Sander Stahel-Kanal online kommen. Also könnt ihr schon gespannt sein, da kommt definitiv neuer Content auf euch zu. Und ja, dann war es das auch schon wieder für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch. Wir sehen uns morgen wieder.